Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, hier gibt es noch ein paar Dinge, die wir verbessern sollten. So. Tuck, tuck. Hier ist nichts mit Parken. Hier ist nach wie vor ganz schön viel Stau. Hier braucht es ja nicht warten. Fußgängerweg gibt es ja auch keinen. Biegen hier ab. Okay, wenn so viele hier abbiegen wollen, werden wir denen ein bisschen helfen und das so machen. Können sie auch die mittlere Spur mehr dafür verwenden. Das ist eine Frage, ob sie es verwenden werden, oder beide Spuren vernünftig genutzt werden dann. Jetzt wohl noch nicht, oder? Oh doch, das sind schon welche auf der Spur zum Abbiegen. Sind schon auf dem Weg zumindest. So. Okay, das hier hat sich jetzt auch halbwegs eingeordnet, endlich. Jetzt sind auf der rechten Spur so viele. Die Frage ist, ob wir die noch da herlegen. Nee, die ist ja schon genug gestraft. Da ist schon mehr als genug Verkehr hier. Und von da kommen aber auch einige mittlerweile. Stehen sie angestellt. Was ist denn da los? Das ist ja vom Krankenhaus. Weil hier so viel Stau, also hier alles auf eine Spur geht. Warum? Warum geht das alles auf eine Spur hier, Leute? Seid ihr des Wahnsinns? Wahrscheinlich wollen die einfach nur gerade durchfahren. Das ist natürlich ganz übel. Nächstes Problem damit. Wie könnte man das lösen? Einen schnelleren Weg auf die Autobahn gibt es halt nicht. Die müssen halt da durch, ne? Weil hier gibt es halt keine Auffahrt. Boah, okay, das ist natürlich richtig übel. Deshalb staut sich auch so extrem. Was könnten wir hier machen? Warum ist hier nichts gebaut? Hä? What the fuck? Was ist denn hier los? Bleiben unsere Spuren erhalten? Nein, natürlich nicht. Alles weg.
mehr Bürogebäude. Shit, was können wir hier machen? Da staut es auch massiv einfach, weil es da auf die linke Spur will. Zumindest in der Gegend. Gut, was wir machen können, sind Einbahnen. Einbahnen draus machen. Hier geht es nur hinein. So, und hier geht es nur hinaus. Hier geht's wieder nur hinein. Und ja, hier geht's wieder nur hinaus. So könnte man das vielleicht auch verbessern. Diese Spur zum Beispiel nur zum Abbiegen gedacht und die geht halt noch hier rüber. Die muss hier hin. Genau, die können sich natürlich aussuchen, wie sie hier fahren wollen. Die ist nur zum Abbiegen. Warum ist die hier so bescheuert? Achso, weil man hier vorher abbiegen konnte, was man jetzt nicht mehr kann. Hier drüben ist komischerweise auch sehr leer, da fährt fast niemand. Was ziemlich blöd ist natürlich. Genau, du bist nur zum Abbiegen da. Natürlich überall hin. Aber die sollte vielleicht auch zumindest zwei Spuren haben zum Rausfahren. Damit die eine hier zum Abbiegen ist und die andere zum geradeaus und rechts fahren. Komm. So. Stellt sich gescheit auf. Ah, und du bist hier zum Abbiegen. Du darfst geradeaus. Und du darfst hier abbiegen. Genau. Sollten wir dann hier eine andere vielleicht herbauen? Eine asymmetrische? Gibt es die überhaupt? Ja, so eine wird es geben, aber es ist auch nicht das Mittel der Wahl. Sagen wir, es wäre cool auf einer Spur, auf einer Seite nur zwei Spuren, auf der anderen dafür vier Spuren. Aber das gibt es hier leider nicht, wie es ausschaut. Nö. Okay, sie nutzen hier die Spuren jetzt aber schon langsam ein bisschen mehr aus, glaube ich, oder? Ne, die biegen alle da. Die wollen alle auf die... Die wollen alle rüber.
verdammt. Müssen wir hier die ganzen Ampeln zusammenschalten und eine Phase zu haben, wo wir einfach durchfahren können für eine Zeit lang. Vielleicht machen wir sowas mal. Probieren das mal. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Schritt hinzufügen. Wir machen das wieder in den 8x4 Sekunden Schritten. Erstmal kriegen die Fußgänger hier grün. Okay. Wäre cool, wenn man denen noch einen Namen geben könnte noch. Dann könnte man sagen, okay, dieser Schritt ist für die Fußgänger. So, eine sehr simple Ampelsteuerung jetzt werden. Nichts, was zu crazy ist. Und jetzt sagen wir mal die hier immer grün für eine Zeit lang. So, so. 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 1, 2, 3, 4, 5. Nächster Schritt ist, die haben rot und die bekommen jetzt grün. Ach so, hier kann man ja auch gar nichts. Egal. Jetzt bekommen die hier grün. Nummer 6. So, und jetzt machen wir das Ganze wieder rückgängig und jetzt haben wir wieder die hier. Schritt 7 und nochmal. Genau. Mal schauen, wie das funktioniert. Jetzt haben die hier grün und können einmal losfahren. Und wenn hier oben halt zufällig auch gerade grün ist, was natürlich zu hoffen ist, dann können die hier gescheit durchfahren. Dann kriegen wir mal die hier dann grün und können rausfahren. Und dann hat der Rest hier wieder grün und kann los. Das Problem ist, es passt nicht so gut mit der Ampel hier zusammen. Jetzt können die ordentlich durchfahren hier. Vielleicht sollten wir eher noch die Geschwindigkeit auf 70 machen. Schneller fahren können hier. Wo ist schon wieder Stromnetz unterbrochen? Oh, 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 da hat sie auch was unterbrochen irgendwo. Was ist da schon wieder passiert? Irgendwo ist die Stromnetze hierher. Das hier. Aus irgendeinem Grund ist hier kein Strom mehr. Warum ist hier kein Strom mehr? Kann man das einer erklären? Oh, wir sind hier wohl nicht mehr richtig angebunden, aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung warum. Ah, hier ist das auch nur auf einer Seite, interessanterweise, egal. Hat man hier ja auch drei Spuren. Ja gut, dass hier dann zweispurig wird, das ist natürlich blöd. Kann man da drüber bauen? Man kann. Nur durch Anarchie, wahrscheinlich.
Kommt da jetzt Strom hin oder nicht? Ach so, nee, von hier natürlich nicht. Strom kommt zurück. Abwasser geht wieder. Schön. Junge, ja, warum geht das jetzt los? Das verstehe ich auch nicht ganz. Warum hat das jetzt angefangen, ein Problem zu werden? Merkwürdig. Na, sehr... Oh, und da überflutet es ja alles gerade. Junge. Wir haben hier kaum noch Fluss. Das alles mal hier ein bisschen erhöhen. Hier ist es noch. Oder dazwischen ist auch gar nichts gewesen. Okay. Ja, da geht's raus. Los. Ui, da hat's auch alles umgespült, oder was? Mhm. Hoppla. Ja, wir müssen halt schauen, dass wir diese Höhe hier drüben erreichen. Okay, das ist eh niedriger jetzt, sondern... Dann passt es ja, wenn wir das auf der Höhe haben, sollte das ja kein Problem sein. Hoppla. Da brauchen wir ein bisschen was. Wusch. Oh. Der überflutet schon wieder alles. Wahnsinn, manchmal ist die Wasserlinie da so niedrig und dann ist es auf einmal wieder so hoch. Gut, das lassen wir dabei erstmal stehen. Komischerweise werden hier schon wieder keine Toten abgeholt. Was hier Busse stehen, Alter. Was hier Busse unterwegs sind, das sind... Drei, vier verschiedene Buslinien mindestens unterwegs. Fünf, sechs. Die fahren hier alle durch. Das ist doch nicht normal. Achso, da hast du sie weggespült oder was ist da los? Warum ist hier auf einmal so viel Verkehr?
Was stimmt hier schon wieder nicht? Und warum will niemand hier auf diese Spuren? Schon wieder werden die Spuren nicht richtig ausgenutzt. Oh, doch, es gibt so eine Straße. So eine bräuchten wir. Wo ist denn die? Ach, das ist die hier. Okay, warte mal. Wo müssen wir damit hin? Überall sind schon wieder Tote, die nicht abgeholt werden. Ich meine, Bestattungswesen. Da, wir haben dreimal so viele Krematorien, wie wir benötigen. Die kommen nur nicht durch irgendwie. Sei das jetzt aufgrund des Verkehrs oder keine Ahnung. So, wo wollten wir hin? Hier. Ist sogar noch krass, das sind ja 7 Spuren. 6 Spuren hätten eigentlich gereicht. So, du kannst hier abbiegen noch. Du biegst hier ab. Du fährst hier. Ups, gerade und gerade und gerade und abbiegen. Du darfst hierher abbiegen. Du fährst geradeaus hier. Alter, du fährst auch geradeaus. So, gut. Geht das von selber? Nicht wirklich, nein. Das können wir lassen. Du fährst gerade, du fährst gerade, du fährst gerade, du fährst gerade. Du nimmst dir die hier. Du nimmst dir die hier, das ist egal. Du gehst gerade, du gehst gerade und hier rüber. Du biegst ab. Nein. Der geht auch geradeaus noch, so. So. Mal schauen, wie das funktioniert. Ob das jetzt besser wird oder nicht. Gut, Freunde, aber das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.